Hallo, nun schauen wir uns Teil 2 der Screenshots an, die im Rahmen des Internetbasistechnologie-Unterrichts auf der FH Ioneum Studium Informationsmanagement Bachelor im ersten Semester entstanden sind. Hier geht es jetzt speziell um Routing und um Zugangsnetze aus Provider-Sicht. Was wir hier sehen, ist ein Züxel DESLAM, kurz zur Erklärung, DESLAM, heißt Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Das ist quasi ein Switch, vereinfacht ausgedrückt, jetzt so würde ich das bezeichnen, der quasi vom WLAN der Post in Österreich zum Endkunden führt und maßgeblich für die Bandbreite verantwortlich ist. Je länger die Strecke vom Postamt oder vom WLAN zum Endkunden ist, desto länger dauert die Datenübertragung und desto weniger Bandbreite ist letztlich vorhanden. Lassen wir das einmal inzwischen laden. So kann so ein Outdoor-DESLAM ausschauen. In der Regel stehen die entweder auf Straßen oder direkt in Postämtern in Österreich. So kann sowas von Züxel zum Beispiel aussehen, wo ich hier im Menü XDSL Board Setup meine einzelnen Kunden habe. Jeder Kunde sitzt auf einem Board und ich kann hier nun festlegen, Board 1 bekommt Premium. Schauen wir uns das. Hier an, wenn ich auf einen Board draufklicke, kann ich ihm diese drei Tarife quasi, sagen wir jetzt, zuordnen. Ich kann sagen Default Value Max und Premium und ihm sagen, du bekommst 2 Mbit Down und 0,5 Mbit Upstream, 9 Mbit Downstream, 0,5 Mbit Upstream oder 32 Mbit Down und 4 Upstream. Je nachdem, welchen Tarif er bereit ist zu bezahlen, kann ich ihn hier einfach umschalten und sagen, du bekommst diese oder jene Bandbreite. Hier kann ich die Zuordnung vornehmen, sehe meine einzelnen Anschlüsse der Kunden und welchen Tarif sie zahlen bzw. welche Bandbreite sie haben. Hier kann ich verschiedene Einstellungen noch vornehmen. Und hier beim Kunden noch gewisse andere, genauere Parameter festlegen. Was haben wir hier sonst noch? Das haben wir uns nicht angeschaut. Das auch nicht. Das zweite, was wir uns im Bereich DSL angeschaut haben, ist das sogenannte BRAS, der Broadband Remote Access Server. Schreibt sich so. Und ist quasi ein Authentifizierungsserver, der überprüft, hat dieser Kunde mit diesen Zugangsdaten bei mir einen Account und darf er ins Internet rein sozusagen. Wir haben hier einen Screenshot von so einem BRAS-Server, wie das aussehen kann. Ich habe hier sozusagen die DNS-Server, auf die der Server zugreift, die IP-Adresse. Und hier kann ich jetzt sozusagen User festlegen. Und der Kunde muss sich dann mit A und Passwort A anmelden und bekommt diese und jene IP-Adresse zugewiesen. Nur wenn er hier drin steht, kann er ins Internet weiter. In Kombination mit den beiden, die ich jetzt gezeigt habe, kommt der Kunde dann quasi erst ins Internet. Auf einer Grafik würde das so ausschauen: Der PC kontaktiert seine Fritzbox. Das ist sein Modem bzw. Router, der schickt die Daten
ans Deslam weiter. Das müsste dann hier sein. Und das, der Broadband Remote Access Server ermöglicht dann den Zugriff aufs Internet und verifiziert sozusagen, ob der Benutzer existiert. Und dann kommt er hier ins Internet weiter hinaus.